von dem Rock'n'Roll Club, bevor wir den eigentlichen Rekord aufstellen wollen. Es handelt sich dabei um den Luigi Simone und Dallis Matter, die beiden Schweizer Meister 1986, 87. Bitte schön. When you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you cry, you bring out the rain, so stop your sighing. The whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, oh, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you cry, you bring out the rain, so stop. Be happy again, so keep on smiling, yeah, keep on smiling, because the whole world smiles with you, because the whole world smiles with you. Sie, Herr Porino, Sie sind der Präsident von dem Rock'n'Roll Club, wo auch die beiden Schweizer Meister herkommen. Sie stehen bereits schon im Guinness-Buch der Rekorde drin. Was haben Sie denn gemacht? Wir haben 1985 mit 180 Paar zusammen die grösste Synchron-Rock'n'Roll-Tanzshow, die es bis dahin gibt auf der Welt, präsentiert. Ja. Und nächstes Jahr findet in Zürich ein ganz besonderes Ereignis statt. Das heisst nämlich, Zürich tanzt. Und Sie sind eigentlich der geistige Vater davon, oder? Gar nicht recht in der Annahme. Das ist richtig. Es ist das 15-jährige Jubiläum vom Lontoloni Rock'n'Roll Tanzclub. Zusammen mit der Stadt Zürich, mit dem Verkehrsverein, machen wir ein wöchiges Tanzfestival. Jeden Tag eine andere Tanzart, am Schluss einen riesigen Ball im Kongress. Und jetzt wollen Sie uns etwas anderes zeigen, auch in Richtung Rekord, was es auch noch nie gegeben hat. Ich glaube, es ist eine recht originelle Sache. Am besten ist es Ihre Erklärung.